Willkommen zurück zu World of Warcraft. Beim letzten Mal haben wir quasi unsere, denke mal, letzte Quest hier erledigt. Und darum gehen wir jetzt einfach mal frohen Mutes Richtung... Obwohl, wir gehen nicht. Nee, wir nutzen unseren Ruhestein, damit wir schneller im Gasthaus sind. Und ich glaube, nach Unterstadt selbst müssen wir, glaube ich, nicht mehr. Bin mir aber auch gerade nicht so sicher. Schon wieder eine Woche her seit der letzten Aufnahme. Und schauen wir einfach mal. Wir kriegen das schon irgendwie gebacken. Können hier nochmal zum Kriegerlehrer? Vielleicht hat er noch irgendwas? Ich weiß ja nicht. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Machen wir das mal wieder weg, damit wir sehen, was überhaupt verfügbar ist. Okidoki. Und da muss ich mal ganz kurz gucken. Okay. Gut. Quest abgeben. Und dann können wir uns aussuchen, hier einen tollen Dolch oder eine tolle Einhand-Axt. Aber nee. Aber was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Das, was mehr Gold bringt. So, jetzt haben wir keine Quest mehr. Die anderen Quests, die wir haben, ist einmal Richtung Silberwald und einmal in der Inni. Darum würde ich sagen, folgen wir jetzt einfach mal den Weg hier Richtung Silberwald. Da müssen wir einmal hier nach unten. Und dann, hey, wir haben endlich ein neues Questgebiet, yay! Das sieht zwar nicht so viel anders aus als hier, zwar schon ein bisschen, aber auch nicht so extrem. Aber hey, wir kommen endlich mal voran! Yes! Wir haben auch schon fast Level 15 erreicht, das heißt, wir können auch schon, ich denke, beim... In der nächsten Folge melden wir uns dann mal für ein Indie an. Dann schauen wir mal. Wird bestimmt super. Bestimmt. Ne? Schauen wir mal. Wird bestimmt mega einfach. Weil, erste Indie und so, ne? Es ist jetzt noch nicht so, dass man hier so 3 Stunden lang auf den Tank warten muss und sowas. Das kommt erst wesentlich später. Was kam da gerade runtergefallen? Meine Güte. Kacken die hier runter, oder was? Habt ihr auch gesehen, ne? Da war irgendwas kleines Weißes. Wahrscheinlich hier ein Haustier oder sowas. Jetzt labern die hier über Mist of Pandaria, sagen, wie scheiße es doch ist und bla. Ich kann ja auch mal, wenn ich schon mal hier bin, Interface. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Features? Nein. Hilfe? Nein. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Geselligkeit. Wo haben wir es? Schimpfwortfilter. Können wir mal ausschalten. Also ich mag diesen Schimpfwortfilter mal nicht. Aber das ist, meine Meinung. Ja. So, dann könnt ihr hier, wenn ihr unbedingt wollt, hier beim Chat auch unbedingt mitlesen, wenn ihr es denn wollt und so, ne? Und bla. Ich wiederhole gerade, also heute ziemlich viel Scheiße. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht nur seit einer Woche dieses Spiel nicht aufgenommen habe, sondern generell seit einer Woche. Das ist gerade für mich hier das erste Spiel, das ich seit einer Woche aufnehme. Und der Himmel ist blau und nicht so trist wie da drüben. Obwohl von hier aus sieht er natürlich da auch aus, weil wir halt jetzt im neuen Gebiet sind und sowas. Da ändert sich hier halt die Skybox ein bisschen und das sieht hier doch schon ein bisschen fröhlicher aus. Auch wenn es nur ein bisschen ist. Aber hey, auch ein bisschen muss sein. Die schönen Wälder, die abgedorrt sind und sowas. Das sind tolle Tannen. So einen hätte ich gerne als Weihnachtsbaum. Nicht. So, was haben wir hier? Ein Borg, der ist auch schon unterlevelt für uns. Also wir kommen jetzt hier eigentlich... Haben wir schon... die Hälfte von unserem Level ist quasi schon zu viel. Ja, weil das halt ein Questgebiet ist von 10 bis 20, sieht man hier oben rechts in einer kleinen extra Minimap. Und... weil ich unbedingt das Questgebiet durchmachen wollte. Ich weiß ja nicht warum, es gab ja nicht mehr einen Erfolg dafür, was ich wusste. Einfach aus Prinzip habe ich das ja getan. So, aber gleich kommen wir hier zum... Okay, gleich ist relativ gesagt, aber wir müssen noch ganze Ecke laufen hier. Es ist ja wunderbar. Ja, also gehen wir erstmal im Wald wandern. Ich bin ein Krieger, ich mach keinen Schaden und ich halte auch nichts aus und ich laufe gegen Laternen, weil ich keine Intelligenz hab. Toll. Ne? So ist das halt mit Krieger, ne? Keine Intelligenz, kein Mana, kein gar nichts. Scheiß Krieger. Warum habe ich eigentlich den Krieger gewählt? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil ich immer noch Krieger mag. Oh nein, ich bin nicht sadistisch veranlagt, dadurch halt, dass Krieger damals halt zu den Klassen gehörten, die am wenigsten Selfie haben und so weiter und so fort. Ich mag halt
Krieger so ziemlich in jedem RPG. Ne? Und hat eigentlich keinen besonderen Grund. Nee. Obwohl, ja doch, es hat. Krieger haben in der Regel Schwerter. Ich mag Schwerter. Auch wenn ich selbst keine habe, aber ich mag sie. Ne? Gut. 3 Kilometer später. Meine Güte. Wenn es hier so weitergeht, haben wir jetzt schon Level 15 erreicht, nur durch die Entdeckerpunkte. Und das geht ja nicht. Nee, nee. Ja, wir haben es bald. Also ihr seht hier unten auf der Karte. Da müssen wir hin. Wir haben jetzt gelaufen von... hier bis... da. Wir haben, oh, da sind Erze. Erze. So, dann hier nochmal rüber. Da war auch noch eins da auf dem Hügel oder sowas. Schauen wir mal ganz kurz. Und ihr seht halt so vom Design her, sieht das hier nicht sehr viel anders aus als im vorherigen Gebiet. Überall zerfallene Gebäude und sowas. Das liegt halt daran, dass es halt mehr oder weniger immer noch zum selben Königreich gehörte und immer noch so zerfallen ist halt. Hat man in Warcraft 3 in der Kampagne gesehen, wie das ja alles, na gut, hat man nicht so direkt gesehen, aber halt so sinngemäß, dass halt alles so zusammenhängt und durch den Einmarsch des Lichtkönigs und so weiter halt verwest wurde und so weiter. Und, jo, das war halt, ne, damals Warcraft 3. Aber auch da gab es teilweise so Sachen, so kartografisch gesehen, Orte, die nicht so ganz hier jetzt übertragbar waren, aber halt sinngemäß. Und deswegen, wenn ich ein Let's Play zu Warcraft 3 machen würde, ihr würdet hier wahrscheinlich kaum irgendwas wiedererkennen, beziehungsweise auch gar nicht. Halt, weil Warcraft 3 war nur mal ein Strategiespiel und kein RPG. Was ich mir immer noch wünschen würde, wäre manchmal so eine Art World of Warcraft als Singleplayer-RPG. Mit schönen kleinen Cutscenes und so weiter und so fort. Aber ich denke, so ein Wunsch wird niemals in Erfüllung gehen. Oh, 2 Erze. Ne, und dann halt vielleicht mit einem optionalen Koop-Modus für bis zu 4 Spiele oder sowas. Das wäre bestimmt schon lustig. Ne, wo du halt nochmal so den alten Content, sag ich mal, durchspielen kannst von World of Warcraft, was ja heutzutage kaum noch möglich ist. Mit einer vernünftigen Geschichtserzählung und so weiter und so fort. Ne, nicht, dass du einfach du einen Questtext lesen musst oder vielleicht auch voll vertont oder sowas. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ne, so mehr so Richtung Dragon Age, aber mit weniger Dialogoptionen oder so. Oder vielleicht auch schon, aber dann halt... Ja, ich laufe schon wieder zu viel Mist. Ich höre schon auf. Gut. Wir kommen hier langsam an. Ne, da drüben ist schon unser Flugmeister, müssen wir auch gleich hin, damit wir den Flugpunkt bekommen. Das habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Ja, da gibt es nämlich ein grünes Ausrufezeichen, das dient dazu, um einen Flugpunkt hier zu markieren. Und das macht jetzt, dass wir jetzt von hier nach Unterstadt jederzeit fliegen können für 99 Kupfer auf dieser Strecke. Ja, und das gibt es halt auch für mehrere Gebiete. Nicht nur so ein bisschen. Oh, da haben wir Quests. Jede Menge Quests. Ich will jede Menge Quests haben. Eine untote Priesterin von der Gilde Luna Nova. Sagt mir nichts. Überhaupt nicht. So, hier haben wir nochmal eine Quest. Nehmen wir erstmal alles an. Hier werde ich jetzt nicht jede Quest zwingend machen. Ja, also wenn ich dann sehe, oh ja, ne, jetzt haben wir eine Quest, ne, machen wir doch mal lieber eine andere Quest und so weiter. Weil... es reicht erstmal, wenn wir ein Gebiet durchmachen. Wenn wir später dann sagen, hey, komm, mach mal ein paar Erfolge und sowas, da kann man dann sowas vielleicht mit einfügen, aber müssen wir mal gucken. Ja, also ich habe jetzt eigentlich nicht so unbedingt zwingend vor, hier sämtliche Erfolge und sowas mitzunehmen. Ist das wichtig? Aber mal gucken, wie lange überhaupt das World of Warcraft Let's Play läuft und so weiter und so fort, und kann man das immer noch überlegen. Erstmal maximale erreichen, das wird so 200 Folgen bestimmt dauern. Bei meinem Questtempo. Nein, ich übertreibe nicht. Das wird bestimmt 200 Folgen dauern. Und wenn nicht, dann nicht. So, du da. Von den verlassen.
Ich will mal hier Quest haben, danke. So, habe ich jetzt hier noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Da drüben habe ich erstmal ein Ausrufezeichen, Fragezeichen. Da könnte ich dann jetzt erstmal die... Das ist jetzt quasi eine Einstiegsquest, damit du lernst, wie man fliegt. Ne? Da wird dir nämlich gesagt, ja, hier, geh mal zum Flugmeister. Gib da ihr so einen Brief ab und dann bekommt sie so ein Paket. Yay, Erfolg erreicht. 50 Quests abgeschlossen. Ich bin so episch. So, und seht ihr auch schon, ne? Flug nach Unterstadt. Nehmen wir mal an. Können wir nach Unterstadt fliegen. Yay! Ich muss das nicht mehr steuern. Das ist so der Moment, weißt du, wo die meisten WoWler erstmal AFK gehen und erstmal pissen gehen oder ich weiß auch nicht was. Oder sich eine Pizza in den Ofen schieben. Und ja, ich muss jetzt diese Sequenz hier jetzt anders überbringen. Also ich kann dieses Flugmanöver hier nicht überspringen oder beschleunigen oder sonst irgendwas. Ich muss halt wirklich darauf warten, bis ich halt am Ende ankomme. Und ja, so ist das halt. Ja, aber das mit dem Fliegen hier, es geht jetzt auf jeden Fall eine ganze Ecke schneller, als wenn wir jetzt zu Fuß wieder hin und her düsen müssten. Auch mit Reittieren, das ist hier mit dem Fliegen immer noch ein bisschen schneller. Später zu Kataklysmen wurde es auf jeden Fall nochmal verschnellert, wenn du selbst fliegst, weil ihr seht ja schon, die Fledermaus hier, die fliegt diverse Kurven und sowas und wenn du selbst fliegst, du fliegst nicht Kurven, du fliegst einfach geradeaus durch. Ja, und noch dazu hat halt das eigene Flugtier eine höhere Geschwindigkeit als dieses hier. Aber das sind halt so Kleinigkeiten, ne? Und hier fliegt man jetzt durch den Tunnel, durch den man auch laufen kann, was ich euch schon gezeigt habe und so weiter. Na, freuen wir uns ein Keks. Yeah, Kekse. Ich hab gar keine Kekse, verdammt. Was mache ich jetzt? Ich hab keine Kekse. Ich bin ein Keksmaster. Keksmaster oder Kekse? So was aber auch. So, da fliegt mich jetzt hier ins Zentrum von Unterstadt. Ui. Und landet gleich beim Flugmeister. Und über den Flugmeister müssen wir dann auch gleich wieder zurückfliegen, wenn wir dann gleich hier das Paket hier abgegeben haben. Moment. Hier so. Und ich habe hier einen Brief, kein Paket, Entschuldigung. Bei den meisten Fraktionen ist es immer ein Brief. Und wir haben unglaubliche Level 15 erreicht. Mit nichts tun. Ich habe ja im Prinzip nichts getan in dieser Folge. Aber wir haben Level 15 erreicht, das ist doch, ne? So levelt man gerne. So, du da. Ich habe hier, was habe ich denn? Ach, jetzt habe ich eine Kiste, okay. Jetzt habe ich eine Kiste, die soll ich dir geben. Und dann sagst du mir, ich soll da wieder fliegen. Ja, sowas aber auch. Dann fliegen wir halt wieder zurück. Wie gesagt, das ist einfach nur eine Quest, die dir zeigen soll, aha, du kannst das Flugdingens immer nutzen. Und es kostet dich halt nur einen gewissen Goldbetrag. Und davon gibt es jetzt nicht wirklich viele Quests mehr. Es gibt in jedem Anfangsgebiet jeder Fraktion so eine Quest. Aber die meisten Quests sind eigentlich... Ja gut, später gibt es natürlich Quests, ne? Da sollst du dann quasi von, ich sag mal, wo sind wir jetzt hier? Wir sind hier. Da sollst du von hier ein Päckchen bringen nach, sag ich mal hier. Ne? Also muss er nicht nur fliegen wie ein Blöder, erstmal hier nach hier unten hin, sondern darfst dann halt auch erstmal mit einem Schiffchen nach hier hin düsen, um dann wiederum mit einem Flugdingens Karte nach hier unten hin zu düsen. Ja, also solche Quests gibt es nach wie vor, aber sie sind spärlich verteilt, sag ich mal, und sie sind auch nicht wirklich extrem wichtig. Teilweise wiederum, wenn du diese Questreihe halt wirklich bis zum Ende durchziehst, gibt es dann schon so wirklich gute Waffen für das jeweilige Level halt, die aber auch sehr schnell unnütz werden durch das Erreichen eines nächsten Levels oder durch das Durchlaufen einer Ini. Aber naja, ne? Man gönnt sich ja sonst nichts. So, ich habe bestimmt ja auch einen Talentpunkt wieder. Den können wir jetzt mal in... Ja. Nehme ich doch das, damit wir mehr Wut haben. So. Dann geben wir hier das Päckchen kurz ab. Und dann können wir auch die normalen Quests weitermachen. Wieder Leute töten, yay! Oder Tiere, die armen Tiere. Da hinten ist eine Kuh. Die macht nicht einfach Mu.
fürchtet die Lehre. So, und wieder 1155 Lebenspunkte, Erfahrungspunkte bekommen. Und wir gehen eigentlich großen Schritten auf unser erstes Reittier zu, wenn wir denn dann genug Gold dafür haben. Aber das wird sich dann wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen ändern, wenn wir mehr Leidenschaft und so weiter haben. Aber dazu müssen wir erstmal kommen. Ne? So, was ist denn jetzt hier? 14? Ist das hier Grenzübergänge? Gehen wir da direkt hin. Weil, die meisten Quests hier, die sind jetzt hier eigentlich schon unterlevelt. Wären jetzt natürlich sehr einfach, die zu erledigen. Aber will ich das? Will ich es unbedingt hier immer einfach haben? Ich weiß nicht. Wir sammeln auf jeden Fall die Erze hier ein. Ja, also ohne Erz, ne, ist schlecht. So, einmal herkommen. Ja, wir könnten natürlich hier diese 300.000 Quests machen, aber ganz ehrlich, die breche ich lieber irgendwann mal ab. Und mache hier Quests, die mir von Erfahrungspunkten her mehr geben. Wenn halt so eine Quest schon so viel für so ein grünes Level geeignet ist. Also quasi eine unterlevelte Quest oder niedrigstufige Quest, besser gesagt, dann gibt ihm hier natürlich auch weniger Erfahrungspunkte, als wenn ich jetzt hier eine Quest mache für mein aktuelles Level, also jetzt hier Level 14, 16. Ne? Ist ähnlich wie mit den Mobs. So, Oh, ein Erz. Ich hab's gesehen. Geh mal aus dem Weg, du Bär. Du Bär. Oh, ne, jetzt kommt der auch noch, Kannst du noch nicht machen. Ja, demoralisierender Ruf. Ich verwunde dich. Wunder dich nicht. Ja, das packe ich aber. Die sind da jetzt nicht so schlimm. Aber es wird mal Zeit, dass wir hier neue Rüstungen und sowas bekommen. Wäre echt super. Aber ich glaube, die werden wir auch demnächst bekommen. Ich meine, in unserem vorherigen Questgebiet waren wir mit unserer Ausrüstung der King. Ne, auch wenn ich 300.000 mal weglaufen muss. Aber hey, ich war der King. Ich hatte das Maximum an Ausrüstung in dem Gebiet. Mehr ging eigentlich nicht wirklich. Man musste wirklich schon sehr viel Dropglück haben und so weiter. Sag nicht, dass das Erz ist hier in den Berg gebackt. Ah ne, da oben ist es. Weil teilweise gibt es hier das auch. Also gibt es auch auf einem offiziellen Server, dass das Erz quasi ein bisschen unter der Bergschicht ist, so dass du da niemals rankommst. Und erst durch einen Server-Reset wird das dann quasi behoben, zumindest auf einem offiziellen Server. Und hier gar nicht. Ist nun mal so. Doof gelaufen, aber was soll man machen? So. Haben wir auch schon gleich wieder Folgenende erreicht, leider. Obwohl ich eigentlich nicht wirklich irgendwas getan habe hier, aber hey. Dafür haben wir Level 15 erreicht, mit nichts tun. Und wir können beim nächsten Mal unsere erste Eni machen. Oder für die, die es nicht wissen, Eni ist Kurzform von Instanz. Das bedeutet, es ist ein instanzierter Dungeon, also nur für eine bestimmte Spielergruppe zugänglich. Wenn da jetzt weitere hinzukommen würden, gehen die wiederum in eine eigene Instanz und sowas. Ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Zumindest wenn ich es erkläre, weil ich sowieso nicht so ein Erklärbär bin. Ne? Ein gelbleveliges Bla. Es lohnt sich doch mal fast von Erfahrungspunkten her. Geht alle sterben. Lasst mich hier einfach in Ruhe. Geht alle sterben. Ich mache auch nicht Mu. So, einmal. Lass kommen. Hey, ich habe nicht mehr so viel Folgenzeit. Ich wollte hier noch beim Fragezeichen ankommen. So, einmal. Und. Achso, Inventar ist voll. Ach, leck mich fett, ey. Achso, jetzt habe ich I für den Dungeon Browser geöffnet und ich bin in so vielen Spielen immer gewohnt, dass I für Inventar ist und von daher, naja, shit happens. So, wir sind fast da. Vielleicht haben die auch einen Verkäufer. Obwohl, ich weiß ja nicht. Ein Lehrling von Dalaran. Was Dalaran ist, werde ich euch auch nochmal erzählen. Aber nicht jetzt. Nicht so kurz vor knapp vor Folgenende. So, muss ich dir irgendwie umlaufen? Ja, es klappt ja gut mit dem Umlaufen hier. Meine Güte. Ach komm, mach doch jetzt hier keinen Frostblitz. Was soll denn der Scheiß? Wenn das jeder machen würde.
Wie soll ich denn so arbeiten? Also wirklich, das geht nicht. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus, du. Nein, 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 nein. Ah, leck mich. Ich wollte doch nur zum Fragezeichen, meine Güte. Hm. Doof gelaufen. Aber zumindest haben wir ein kleines erhöhtes Tempo hier, wenn wir tot sind. Na, damit das nicht ganz so schnell, ganz so lange dauert. Bis wir dann wieder bei unserer Leiche sind und so. So, und dann mal gucken, dass ich mich vernünftig platziere, nicht, dass ich gleich wieder aggro ziehe. Weil wenn ich mich wiederbelebe, habe ich ja irgendwie nur Hälfte oder Dreiviertel Leben. Und da muss er nicht sein. Hm. Ich kann nicht mehr tragen. Hm. Ich hoffe, der hat ja irgendwo einen Verkäufer. Ach, da ist gar kein Verkäufer, da ist einfach nur eine Kiste. Da ist ein Erz. Das ist ja, ne? Wow. Das Schlimme ist, bevor wir in die Inni gehen sollten, sollten wir vorher nochmal verkaufen. Sonst können wir nicht so viele Sachen mitnehmen und das wäre fatal. Ah. Ah. Und ich will da oben hin zum Erz, verdammt. Ah. Ich komme da nicht hin. Ach, leck mich. Haben wir noch irgendwas in der Nähe, wo ich hier einen Sammelpunkt habe? Nee. Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann, beim nächsten Mal zu World of Warcraft wieder. Ich gehe mal eben offscreen hier hin und verkaufe da meine Sachen und so weiter und so fort. Melde mich schon mal für die Eni-Warteschlange an. Und ja, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Danke euch fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.